Hallo Freunde, in diesem Guide will ich euch zeigen, wie ihr die alte Winterhose schon recht früh im Spiel bekommen könnt. Ich bin jetzt zwar schon fortgeschrittener unterwegs, aber ich wollte euch die Karte nochmal zeigen. Dann springen wir hier zu einer alten Aufnahme. Ne? Wenn wir hier die ersten zwei Schreine erfüllt haben, müssen wir hier zum Gutanbati-Schrein. Und hier unten kommt man ja dann irgendwann an und muss da nach oben irgendwie kommen. Da hat man hier dann die Bäume zerhackt, ganz am Anfang des Spiels. Und hat die dann zusammengesetzt. Das mache ich jetzt noch mit meinem fortgeschrittenen Spielstand und wechsle dann zurück zu meiner ersten Aufnahme. Da sind dann noch mal ein paar kurze Let's Play-Momente mit dabei. Dann baut man ja einfach so die Bäume zusammen und bringt die dann da drüben in Stellung, so dass man dann da hochklettern kann als tolle Brücke, weil am Eis hier rutscht man ja ab. Da war ich noch nicht so vertraut mit der Steuerung. Wie gesagt, das war der erste Moment vom Let's Play. Genau, da habe ich das hier in die Ecke zur Stellung gebracht. Man klettert hier am Anfang hoch. Ah, jetzt habe ich es auch verstanden, wie es geht. Dann habe ich da oben noch ein bisschen umgesucht. Bin erstmal zum Schrein gelaufen und habe den dann aktiviert. Und habe mir gedacht, hey, Moment, solange wir hier noch diese Baumstammbrücke haben, hole ich die und bring die mal hier drüben an. So, und dann bin ich hier hochgeklettert. Zum Glück rechtzeitig, weil es umgefallen ist. Und da ist dann die Truhe mit der alten Winterhose drin. Und man kann noch hören, wie ich mich freue in der Aufnahme vom Let's Play. Alte Winterhose. Kälteschutz, sehr schön. So, und damit muss man dann hier im Anfangswintergebiet überhaupt nichts mehr essen, sondern ist damit dauerhaft vor der Kälte geschützt, hier oben auf der Anfangsplattform. Danach kann man zum Schrein gehen, da lernt man dann zwar auch das Plattformtauchen und könnte dann viel einfacher hier oben dran kommen, aber so hat man das Ding einfach schon so früh, wie es quasi geht. Ich hoffe auf jeden Fall, das Video hat euch gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr mir ein paar Däumchen nach oben da lasst und mich abonniert und auch mal in die anderen Videos vorbeischaut zu Tipps und Tricks und Rüstung und Waffen etc. Danke auf jeden Fall fürs Zuschauen und bis demnächst.